Der Adra Shop ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden. Ja, und wenn ich morgens die Tür aufschließe, dann bin ich natürlich gespannt darauf, wie viele Kunden in den Laden kommen, welche Gespräche sich mit den Kunden ergeben. Wie ich zur Tür reinkomme, denke ich, oh, das hat mir jetzt doch ein bisschen gefehlt. Ein Adra Shop ist eine Secondhand-Boutique, in der gebrauchte Produkte wie Kleidung, Haushalt und Dekoration angeboten werden. Ich denke, der Slogan der Adra Shops, Gutes kaufen, Gutes tun, bringt zum Ausdruck, worum es hier eigentlich geht. Jeder Adra Shop folgt dem Konzept Gutes kaufen, Gutes tun. Gutes kaufen bedeutet, dass der Adra Shop qualitativ hochwertige Ware bietet und der Kunde allein durch seine Anwesenheit im Shop ein Sozialprojekt unterstützt. Der Adra Shop lebt vom besonderen Miteinander zwischen Mitarbeiter und Kunde, der im Adra Shop ein gern gesehener Freund ist. In jedem der Shops gibt es deshalb eine gemütliche Sitzecke, in der bei Kaffee und Tee gemütlich geplaudert werden kann. Ja, hier im Adra Shop kann man über Gott und die Welt reden. Also wir haben, wenn es die Zeit zulässt, immer mal Gespräche mit Kunden, können denen mal einen Kaffee anbieten oder können uns mal mit denen zusammensetzen. Und wir können, glaube ich, auch ein bisschen auffangen im Adra Shop. In den Gesprächen mit den Mitarbeitern fassen viele der Kunden großes Vertrauen zu ihnen. Ja, ich habe nicht selten mitunter sehr lange Gespräche schon mit Kunden geführt und man spürt manchmal, dass bei dem einen oder anderen doch ein sehr großes Redebedürfnis besteht. Und das ist einfach ein guter Ort in der Stadt. Aber damit nicht genug. Auch mit den Gewinnen des Shops wird Gutes getan. 80% der Überschüsse fließen in weltweite Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe von Adra. Die anderen 20% der Gewinne landen in kommunalen Projekten, also in direkter Umgebung des Adra-Shops. Wohin genau? Darüber berät das ehrenamtliche Team vor Ort. Das soziale Konzept vom Adra-Shop ist super gut, die Projekte, die gefördert werden, aber wir schonen eben darüber hinaus auch Ressourcen. Und das ist uns eigentlich sehr wichtig und kommt in dieser Zeit auch bei der ganzen Kundschaft und gesellschaftlich unheimlich gut an. Deshalb verrät der zweite Teil des Slogans Gutes tun mehr über die Wiederverwertung der Waren und über die Geschäftsidee des Adra-Shops. Was das für die Stadt bedeutet. Also das eine ist abgeben. Das ist auch ein Recyclingprozess oder ein Umweltschutzprozess. Die Mitarbeitenden bilden den Mittelpunkt des Adra-Shops. Sie sind alle ehrenamtlich tätig. In ihrem Einsatz liegt der Schlüssel zur guten Tat. Dadurch sie keine Personalkosten entstehen, ist der Adra-Shop auch wirtschaftlich nachhaltig. Also die Mitarbeit im Adra-Shop macht einen riesengroßen Spaß. Alle Mitarbeiterinnen, fast immer würde ich mal sagen, gehen nach der Schicht nach Hause und sagen, das war eine gute Zeit, obwohl du hier Zeit schenkst und spendest. Wir haben gutes Miteinander, wir haben tolle Mitarbeiterinnen. Der Umgang mit den Sachen macht Spaß, es ist interessant, abwechslungsreich, es ist lustig, es ist immer neu und es bereichert das Leben unheimlich. Es ist ein ganz tolles Hobby, was man wirklich gerne macht und wo man auch erfüllt nach Hause geht, wenn man hier war. Durch den Einsatz im Adra-Shop profitieren auch die Mitarbeiter. Also ich hatte von dieser Idee gehört, von dem Kernteam, dass hier so ein Laden aufgebaut wird. Und da habe ich ganz spontan empfunden, das ist es. Da möchte ich mitarbeiten. Einfach diese Aufgabe hat mich fasziniert, mich hier einzubringen und, sage ich mal, auch auf etwas ganz Neues einzulassen. Wir haben auch oft so Spaß und lachen auch mit den Kunden. Das ist mir wirklich eine, ja, zu einer Lebensfreude und Lebensinhalt, kann man sagen, geworden, weil das so vielfältig ist. Mit dem Konzept des Adra-Shops entsteht also ein Gemeinschaftsprojekt, an dem Spender, Mitarbeiter und Kunde gleichermaßen mitwirken. Es entsteht ein Kreislauf, an dessen Ende für jeden etwas Gutes herauskommt. Wir als Mitarbeiter haben Kundenkontakt bekommen. Die Kunden sind zu unseren Lieferanten geworden und spenden das, was wir im Laden anbieten. Und darüber hinaus konnten wir den einen oder anderen dafür begeistern, sich auch hier im Laden ehrenamtlich zu betätigen. Für den Adra-Shop gibt es aber noch weitere Einsatzmöglichkeiten. Er ist auch Begegnungszentrum, in dem Informationen ausgetauscht und Menschen zusammengebracht werden.
Aber die Stadt braucht den Adra-Shop als Informationsquelle, damit die Leute den Blick erweitert bekommen, aber auch als günstige Bezugsquelle und als Abgabemöglichkeit. Also es ist eine vielfältige Funktion. Das Tolle am Adra-Shop ist, dass wir hier eine super Anlaufstelle für Kinderhelfen Kindern auch geworden sind. Wir dekorieren hier groß unsere Schaufenster, wenn es soweit ist, verteilen hier die Pakete und wird natürlich auch viel mehr in die Stadt hineingetragen, dass es das gibt. Die Räumlichkeiten des Adra-Shops sind so gestaltet, dass sich bei Kunde und Mitarbeiter sofort ein positives Gefühl einstellt. Wenn ich in den Laden komme, fühle ich mich sehr wohl. Es ist hell, es ist freundlich. Wenn ich in den Laden reinkomme, fühle ich erstmal die Räumlichkeit, die Größe, das Offene, das Helle. Man geht mit Freude rein und mit Spaß. Wenn ich hier reinkomme, spüre ich ein sehr hohes Maß an Professionalität, an Engagement, was mir entgegenkommt von den ehrenamtlichen Kräften. Ich freue mich über das gute Warensortiment, ich freue mich darüber, dass es ordentliche Sachen sind, die sehr hochwertig sind und es macht einfach Spaß, einkaufen zu gehen. Die Adra-Shops zeichnet ein einheitliches Erscheinungsbild aus. Die Palettenmöbel wurden ökologisch nachhaltig hergestellt. Der Adra-Shop ist gut aufgeteilt. Man findet auf der einen Seite Schuhe, Herren- und Kindermode, auf der anderen Seite Damenmode, Haushaltsware und Dekoration. Im mittleren Teil des Adra-Shops haben wir etwas kleinere Präsentationsmöbel. Somit haben wir immer einen guten Überblick über den gesamten Shop. Operative Herausforderungen werden in den Adra-Shops mit standardisierten Prozessen wie der Warenlogistik, Preisbestimmung, Etikettierung und Präsentation der Ware gelöst. Auch Schulungen werden für die Mitarbeiter durchgeführt. Adra stellt den Shops auch Werbematerialien zur Verfügung, die bereits bei der Spenderakquise, Mitarbeitersuche und Kundenwerbung erfolgreich erprobt wurden. Die Zahlungsabwicklung läuft über eine moderne Registrierkasse und auch die Kartenzahlung ist in den Adra-Shops Standard. Zur Unterstützung steht dem Adra-Shop-Team ein freundlicher Shopberater zur Verfügung. Vom Moment der Kontaktaufnahme bis hin zur Eröffnung begleitet Adra auch die Gründungsgruppe vor Ort mit einem Eröffnungsmanager. Gemeinsam wird ein Eröffnungskonzept erstellt und nach einem geeigneten Ladenlokal gesucht. Adra kümmert sich hierbei um das Verkaufsequipment wie Ladenlayout, Verkaufsmöbel und benötigte Hard- und Software. So wird der Laden von vornherein strukturiert geplant. Die Zusammenarbeit mit Adra im gesamten Prozess war sehr unkompliziert. Wenn Zuarbeiten benötigt worden sind, ging das relativ schnell. Die Mittel, die gebraucht wurden, waren immer da, zeitnah, schon aufgrund des Planes, der erstellt worden ist. Ja, hat geklappt. War wirklich wunderbar gewesen. Ja. Natürlich wird so eine Eröffnung auch standesgemäß gefeiert. Damit ist der Adra-Shop eröffnet. Auch Gäste aus der Politikprominenz nehmen solche Einladungen gerne an. Wenn ich sehe, wie viele Leute hier heute hergekommen sind, wie die Stimmung ist, dann ist der Gedanke, es nicht nochmal zu machen, weg und es alles nochmal machen zu wollen. Also wieder so ein Projekt aufzuziehen, wieder von vorn zu beginnen, wieder alles zu erleben, was dran hing. Wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut, dass das Publikum das alles so toll, unsere Kunden so toll angenommen haben. Es war wunderbar. Wir haben gestaunt, dass so viele Leute erschienen sind. Wir haben uns sehr gefreut darüber, also ich kann bloß sagen, es war toll. Der Adra-Shop bringt Freude, verbindet Menschen und ist gut für die Umwelt. Ein Projekt, das sich lohnt. Adra-Shop. Gutes kaufen, gutes tun.